Imposant, oder? Was ist das? Ein Erbstück der Bruderschaft. Diese Rüstung gehörte einst Thomas de Carnion. Ich habe absolut keinen Schimmer, wer das ist. Er leitete die Ergreifung von Jacques de Molay, brach die Macht der Templer in Europa für mehr als ein Jahrhundert. Es ist Tradition, dass ein Assassine, der Frankreich und der Bruderschaft große Dienste geleistet hat, zum Dank seiner Rüstung erhält. Das Gewölbesegel ist seit 200 Jahren verschollen. Seitdem blieb es verschlossen. Ich kann verstehen, warum ihr keinen Schlosser gerufen habt. Erzählt mir von dem Siegel. Es bestand aus drei Ringen, einer für jede der Türen. Das Siegel wurde zerstört, bevor es verschwand. Ohne Zweifel befinden sich die Fragmente in Paris, doch es gibt nur vage Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Und falls jemand all diese Schlüssel findet, wäre das ein ausreichend großer Dienst für die Bruderschaft und Frankreich? Das könnte man wohl so sagen. Auf ein Wort, Ruhe. Willkommen im Assassinen-Clubhaus, Monsieur. Ich nehme an, dieses Haus ist nicht für die Öffentlichkeit. So ist es. Dies ist ein privater Club für unsere Assassinen-Brüder und Schwestern. Interessant. Es gibt hier also direkt zwei Geheimgesellschaften. Einige Missionen sind für einen einzelnen Assassinen nicht zu schaffen. In solchen Fällen arbeiten viele gerne stets mit denselben Leuten. Man entwickelt so Gefühl für Stärken und Schwächen der anderen und weiß, wie ein jeder bei Gefahr reagiert. In einem Club sind solche Gruppen einfacher zu organisieren. Das ist wohl besser, als einfach den Nächstbesten zu nehmen, der frei ist. Ganz recht.
Ein paar royalistische Fanatiker, genannt Les Actes des Apôtres, sind dabei, Bücher zu verbrennen. Viele seltene Manuskripte sind in Gefahr. Trefft meinen Kontakt am Place Dauphine und rettet, was ihr könnt. Wir werden ihnen hier ein schönes Heim bieten. Ein Kämpfchen. Liebster Arno, ich vermag kaum zu begreifen, wie viel sich in den letzten 3 Jahren verändert hat, wohin unsere Wege uns führten. Manchmal fürchtete ich, sie würden uns für immer trennen oder so wieder zusammenführen, dass wir uns in die Haare geraten wie ein zerstrittenes Paar in einem billigen Bühnenstück. Und doch stehen wir hier und sind weder die unzertrennlichen Kinder von damals noch vollkommen Fremde. Wenn das vorbei ist, wenn Germain tot zu unseren Füßen liegt und Vater in Frieden ruhen kann, wer werden wir dann sein? Assassinenmentor und Templer-Großmeisterin? Setzen wir das Alte fort oder beginnen wir etwas Neues? Formen wir die Zukunft unserer Welt? Oder ziehen wir aufs Land zurück und züchten Ziegen? Ich sehe dich als Ziegenhirte vor mir, wie du durch die Alpen kletterst und springst. Keine Ziege könnte dir entkommen. Ich weiß nicht, was die nächsten Tage, Monate, Jahre bringen. Ich weiß nur, dass wir Arno und Elise bleiben werden. Dessen bin ich mir sicher. Oh, Arno, was hast du getan? Ich weiß, wir haben uns nicht im Guten getrennt, aber nun läufst du zu den Assassinen? Mein Vater hielt dich aus gutem Grund von ihnen fern. Ihr Credo ist wie Wein. Zunächst erscheint er süß und in Maßen macht er das Leben lebenswerter. Doch schaut man tiefer ins Glas, findet man nichts als Wahnsinn und Anarchie.
Zweifellos haben sie dich bereits mit Geschichten über uns böse Templer indoktriniert, dass wir die Menschen versklaven und die Welt beherrschen wollen. Du kanntest meinen Vater und du kennst mich. Ich kann nur beten, dass das reicht, um nicht daran zu glauben. Mein Orden hat sich gegen mich gewendet und ehemalige Freunde jagen mich nun. Ich könnte es nicht ertragen, wenn auch du dich von mir abwendest. Denk an mich und alles Liebe, Elise. Lieber Arno, ich gestehe, ich weiß nicht recht, was ich sagen soll. Es war schön, dich wiederzusehen. Klingt irgendwie hohl und leer, ungeeignet, meine Gefühle auszudrücken. Und doch bin ich erfreut. Erfreut, dass die Assassinen dich nicht zu sehr verändert haben. Ich schätze, ich sollte nicht überrascht sein. Du hast dich nie leicht einschüchtern lassen. Anscheinend stecken wir beide in einer Sackgasse bei der Suche nach Vaters Mörder. Vielleicht gelingt uns gemeinsam, was wir einzeln nicht geschafft haben. Es ist Paris, 23. September 1788. Lieber Arno, ich hätte nie gedacht, dass Paris so langweilig sein kann. Kannst du dir das vorstellen? Die großartigste Stadt der Welt und ich sitze von morgens bis abends in endlosen Vorlesungen. Es ist schlimmer als in diesem Winter in Straßburg. Erinnerst du dich daran? Es hatte eine Woche lang geschneit, wir konnten das Haus nicht verlassen und alle Bücher in der Bibliothek waren auf Deutsch. Wir haben dem Koch weisgemacht, dass ein alter fränkischer Prinz im Haus spukt und der arme Mann verließ die Küche nur noch mit einem Rosenkranz und einer Bibel in der Hand. Ich vermisse diese Zeiten. Was ich von den Freunden meines Vaters lerne... Nun, ich wünschte, ich könnte dir davon erzählen. Irgendwann vielleicht, jedoch nicht jetzt und nicht so. Trotzdem, mir fehlen diese Zeiten und mein Zuhause. Und du. Wenn Vater das nächste Mal nach Paris kommt, musst du ihn überreden, dich mitzunehmen. Ich verbleibe für immer die Deine, Elise. Oh, liebster Arnaud.